Machst du gute Intro jetzt filmen hier oder was? Hallo. Guten Einstieg. Hallo. Hallo. Was, Mann? Lange, lange, lange kein Video. 4 Monate jetzt. Tja. Heute kaufen wir einen 1.8er Turbo. Mal wieder. Aber eine ganz besondere 1.8er Turbo. Ein ABU. Für Geburtstagsgeschenk. Für Victor. Victor. Für seinen Golf 2 Mülltonne. G60 war vorher ja drin. Aber jetzt 1.8er Turbo. Wir bauen einen. Wo holen wir den? Autoverwertung Schneider. Bei Schneider? Er hat uns guten Preis gemacht. Jetzt fahren wir da hin. Ja. Weil der Golf 2 muss auch langsam losgehen. Weil der steht schon 5 Jahre, glaube ich, steht er jetzt. Mal was Neues. Ja. Deswegen jetzt ab nach Tim, den Herrn Schneider und Motor holen. So, bis gleich. Dein Handschuh ist aufgegangen. Bis zum Arsch. Das ja. Nervt mich auch richtig. Ja, E36 Problem. So. Soll ich eben Onkel Pschemek anrufen? Ja, ruf ihn mal an. Okay, Pschemek, warte. Wenn er überhaupt dran geht. Hey, Pschemek! Hey. Was geht? Arbeiten. Gut, wir sind auf dem Weg, ne? Okay, ist ja, Tim ist schon wieder los. Wir sollen das machen irgendwie. Okay. Der hat Termine. Ja, erzählst du gleich ein bisschen, ne, über deine Firma, wo wir den Motor abholen, was ihr da macht und so. Alles klar. Du bist gleich das Bild von der Firma, Junge. Das landet im Internet. Mhm. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Jo, bis gleich. Onkel Cemek, beste Mann, ey. Bei 34 Bier wird er dann auch schon langsam locker. Okay. Bis gleich, ne? Bis gleich. Okay, ciao. Wir sind angekommen, ne? Ey, was ist das für ein aufregender Smart? Ja, was sind da? Oh, Digga, da ist Dingen drauf. Krokodil? Soll das sein? Nein, das ist, kennst du nicht, diese Kinderserie? Keine Ahnung, wie die heißt. Hier, wir sind angekommen, ne? Oh, guck dir diesen Prachtkerl hier an, ey. Leck mich am Arsch. Einfach der Hübsche. Der Hübsche. Traumschwiegersohn. Ist so. Hier, Iserlohn Autoverwertung. Schneider. Freust du dich? Bist du froh? Onkel Pschemek wiedersehen. Ist so. Onkel Pschemek. Ja, dann ab geht's. Boah, ganz schön viele Autos wieder hier, ne? Hier ist voll. Hier ist immer voll. Cool. Full. Immer full. Pschemek! Pschemek! Da lief ein Hund drauf. Da ist er. Da. Hey, Pschemek. Es geht. Alles gut. Bei dir? Ja. Bei euch? Gut. Wo sind wir hier? Erzähl mal. Iserlohner Autoverwertung in Iserlohn. In Iserlohn. Und was macht ihr? Ja, wir sind ein Autoverwertungsbetrieb und ja, eigentlich ein Schrottplatz quasi. Schrottplatz, ne? Hier. Richtig. Aber guter Schrottplatz. Immer. Verständlich. Gute Preise. Was machst du hier? Wieder fuschen oder? Nein, Stapler zusammenbauen. Und eine Abdeckung für den Abdeckung. Zu bauen. Ja, hier holen wir auf jeden Fall den Motor ab. Hier sind auf jeden Fall Menge Teile. Aber ich mach mal so kleine Carporn von hier ein bisschen, ne? Von den Fläche. Kannst du machen. Okay, gut.
Hallo. Boah, Digga, hier sind ja noch mehr Teile, Alter. Sind ja richtig Motoren alles hier. Autoverwertung Schneider. Autoverwertung Schneider Iserlohn. Hier gibt's Unmengen an Teile, Alter. Hier, da ist der Motor, ne? Mhm. Dieser Prachtexemplar. AGU. Was ist das für ein Motor? Beste Motor von ganz EU, ey. 150.000 Liter. Wie viel? 150. Gut. Meinst du, er freut sich? Alter, der wird sich richtig freuen. Guck mal, wir sind Freunde, wir schenken ihm einfach einen 1.8er Turbo zum Geburtstag. Lappen. Jo. Schockgesell, ne? Hinten haben die auch bei jedem Motor. So. Hinten, hier. Zweieinhalber. Hier gibt's alles. Hier Motoren, da Motoren, Türen. Getriebe. Getriebe. Also wenn irgendwas sein sollte, einfach anrufen. Instagram verlinke ich mit unterm Video. Digga, wie viel Teile, wie viel Getriebe. Hier hast du alles. Hier hinten geht's noch weiter, Alter. Ja, hier sieht man jetzt nicht. Schade, warte. Übertrieben viel, Alter. Ich hab's schon heller gemacht. Hinten geht übertrieben viel, warte. Oh. Oh, danke. Richtig unnormal, Alter, wie viel Teile hier gibt, ne? Unnormal. Also, wenn jemand was braucht, einfach Iserlohner Autoverwertung Schneider. Freust du dich? Jetzt packen wir den Motor bei mir in Touring rein. Wie immer. Richtige Idioten. Einfach ein Turbo bei mir in den Kofferraum. Ja, hier, wenn was ist, einfach hier den André ansprechen oder den Jürgen, der sitzt vorne am oder PC. Chef halt persönlich. Oder Chef, genau, Chef persönlich. Sind coole Jungs auf jeden Fall. Ihr habt noch nicht alles vom Lager gesehen, ne? Ja, nur das hier. Ach, geht noch weiter? Junge, was ist denn mit dir? Wir sind der Weltverwerter. Weltverwerter. Ach du Scheiße, hier geht's ja noch weiter. Das ist jetzt hauptsächlich Blechlager. Also Türen, Motorhaube. Ja, Türen. Warte, ich sehe hier kaum was. So, jetzt. Aber geil, ehrlich, geil. Ja, oben geht's noch weiter. Ja, oben war ich schon. Oben habe ich schon Dingen gefilmt gerade. Ganz fett oben? Ne, ganz oben nicht. Also hier die Treppe hoch? Ne, da nicht. Ach, da ist noch eine Treppe. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, hau mal rein. Also eigentlich ist fast alles da, was man so normal... Ich wollte gerade sagen. Falls irgendwie was nicht auf Lager ist, so, dann wird sich natürlich bemüht, dass man das Teil dann irgendwie besorgt, zur Not ausbauen. Und dann ist das zur Not auch oder zum schlimmsten Fall da. Und Werkstatt macht ihr auch? Ja, Werkstatt auch, Reparaturen jeglicher Art. Alter, so krass. Ich dachte jetzt halt nur unten und... Rein, das ist... Ich dachte jetzt nur unten und ja, das wär's. Aber Digga, wie viel? Türen von jedem Auto vor allem. Ihr nehmt alles, also... Was kommt, nehmt ihr an, ne? Ja. Zumindest was an Blechteilen ist, was noch brauchbar ist, das wird dann demontiert oder halt oben auf den Platz gestellt, wo die Kunden dann selber die Teile demontieren können. Also kann man auch, wenn man quasi selber ein bisschen schrauben kann, selber mit den Fingern was machen kann, kannst du auch zu den Autos selber hingehen und ja, selber ja, genau, abschrauben. Richtig. Ich kann es dann halt auch selber dann Teile suchen oder zu den Fahrzeugen oben auf dem Platz und dann das abbauen, was gebraucht wird. Ja, dann mit dem Teil zur Kasse kommen, in dem Fall zu Jürgen oder zu Tim. Und dann wird dann der Preis bestimmt. Ja, cool. Ja. Cool. Ein paar Raritäten hier noch, so Käferhauben und sowas auch noch. Alles am Start. Ja. Krass, wie viel. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube 30.000 Teile oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Also mit Kleinzeug, auch so Schalter und Pinne und all so ein Blödsinn. Ja. Nicht schlecht. Also ich denke mal, recht gut ausgestattet. Ich wollte gerade sagen, fürs hier ist jedermann bedient. Ja. So, jetzt holen wir diese Mülltonne da raus. Diesen hässlichen Victor. Diesen. Meinst du, er freut sich? Ich hab Marcel gerade auch schon gefragt. Ich weiß nicht, wenn er sich nicht freut, dann. Nehmen wir den Motor wieder mit. Wir haben genug Autos. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Mülleimer hier rausbekommen. Ja. Marcel, du musst helfen. Also, er tritt. 100er Bizeps. Einfach so. Tu den nicht im Strand. Können wir den Zeug raustragen? Okay. Wo der Kran daneben steht, weißt du? Da war es nicht noch weiter raus?
Ich glaube nicht. Ne, dann müssen wir ein Stück hier rüber. Ist doch noch. Jetzt mal filmen, wenn er gleich auf den Boden fällt, dann sieht das ganz YouTube. Ich film das doch schon. Das geht überhaupt nicht. Ja, guck. Siehst du? Funktioniert doch. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding auch mal alle runterkriegen. Und wenn ihr jetzt die Motoren ausbaut, dann nummeriert ihr die auf? Ja, die werden auch vorher geprüft, Kompression wird gemessen halt, um dann halt alles dann aufzunehmen. Wie viel war, wenn zum Beispiel so ein Motor halt wirklich scheiße läuft, dann bleibt der halt im Auto drin. Was man selber auch meint, was für Motoren gerne gebraucht werden und so, das ist ja natürlich dann auch Erfahrung mit der Zeit. Das wird dann ausgebaut, dann vernünftig mit Kilometerstand aufgeschrieben, Kompressionswerte von den jeweiligen einzelnen Zylindern. Ja, und dann wird das dann halt eingelagert. Dann wird das dann in unsere Internet, also in die Börse eingefügt. Ach, Internetseite habt ihr auch, wo alles aufgelistet ist? Wir sind auch bei eBay vertreten. Ach, das ist cool. Etliche andere Seiten auch. Ja, versuch mal. Kannst du noch ein bisschen? Ja, da oben. Viel mehr geht nicht. Ja, geht noch ein bisschen an. Oder schieb ein bisschen den Walten. Den schieb den, halt den mal unten fest, Matze. Unten den Motor festhalten. Na, jetzt hänge ich schon am Walten. Lass den mal jetzt hier so runterhängen leicht. Lass schnell ab. Sollen wir gibt dir einfach einen Bausatz schenken? Jetzt das runter. Ja. Geil, da ist er. Von euch zum Geburtstag gekriegt? Gar nichts, Alter. Ja, wir haben das alle verpeilt. Ja, ihr seid richtig tolle Freunde. Warte ab nächstes Jahr. Kriegst. Alter, lader's gut. Echt? Ja, fehlen zwar ein paar Sachen, aber die kann er sich ja alle so besorgen. Mein Gott. Getriebe passt ja vom G60. Ja, klar. Ja, geil. Perfekt. Boah, der wird sich freuen, ey. Ja, ich hoffe, Alter. Zwar nicht alles dran, aber ja, das ist ja nicht schlimm. Düsen und so sind auch dran. Ja, Düsen, das ist ja, richtig. Kabelbaum und so ein paar Motorteile, aber das ist ja nicht schlimm. Schubumlaufventil, N75 ist auch dran. Ja. Von daher. Turbolader gut. Macht guten Eindruck. Hier ist noch ein Kamerad, Jürgen, der ist hauptsächlich fürs Telefon zuständig, ne? Und Teile, oder? Klar. Mach alles! Okay, alles. Schlampe für alles. Eine Schlampe für alles. Das schiebt. Ja. Mit Anlauf. Ja, ja. Komm. Ja, doch. Andrucha, du musst ihm helfen. Ja. Weißt du, wieder Touring, die größte Hure. Wie der Besitzer. Ja, wie er hier. Ja, alles klar. Ja, und du hast jetzt den Auftrag, du hältst den Wagen fest. Ich trage die Verantwortung. Ich filme. Komm, dann bringen wir ihn an. Jürgen, du machst das schon. Jetzt lass einfach die Karre hier weg. Komm, gib mal nach vorne den Müll. Wie viele 18Ts waren hier schon drin? 5 oder so? Ja. Ein paar. André, dein Werkzeug steht noch hier drin. Ja, das Werkzeug. Ja. Ich hab den Motor, der wurde ausgebaut, da war ich noch ein flüssiger Gedanke, Junge. Alles klar. Knall mal richtig zu. Ja, mach fest. So, ich muss damit morgen damit noch zur Arbeit fahren. Vorne bei der Decke liegt so ein Stück Karton, kann man hier drauflegen. Nicht, dass die gegen die Scheibe drückt, dann hast du keine Scheibe mehr drauf. Guck mal, richtiger Holzhose, Karton. Kartonbläs. Karton, hast du Karton? Vor allem, wenn er in die Halle kommt, dann sieht er den direkt, weil er ist doch mal so niggelig. Der ist, ja, aber wir wollen den verstecken. Hinter Simons BMW. Der wollte den noch morgen erst rausholen. Ja, guck mal, im doof. Spaß. Doch, das passt. Guck mal, russische Technik wieder. Funktioniert. So. Oh, lecker. Wenn du hier auch was Großes einkaufst, dann kriegst du auch mal so eine Cola umsonst. So, sollen wir Tim noch Tschüss sagen? Telefon. Motor eingeladen, ne? Kein Thema. Ladungssicherung, astrein. So, wir fahren jetzt wohin?
Mixmarkt. Mixmarkt. Fleisch kaufen. Für morgen grillen ein bisschen. Schaschlik. Ein bisschen. Dann hat Zuwokas Oma. Die legt das alles ein. Und dann morgen Chokisel, Alter. Richtig geil. Oh, geil, ey. Das tue ich mir richtig freuen, ey. Du freust dich, glaube ich, aufs Fleisch mehr, als ihm den Motor zu übergeben, ne? Ja, sehr. Verfressene Schwein, Alter. Alles klar, bis später. Hallo. Hallo. Was machen wir jetzt? Bier trinken. Ey, guck mal, da ist Simon, den kennt noch kein Mensch. Er baut auch E36 um. Versucht es, ja. Und dein Einser, wie weit ist der? Ja, fast genauso wie vorher. Ja. Bloß, dass jetzt schon ein paar Teile mehr dabei sind. So. Also. Ey, wir machen das jetzt so. Marcel quatscht jetzt mit Dingen und wir holen den Motor einfach. Dann haben wir... Du quatschst jetzt mit Victor. Ich? Warum ich? Ja, weiß ich nicht. Nein, ich habe mich eine Woche konzentriert, mich nicht zu verplappern, Alter. Ja, so. Wir quatschen wegen irgendeiner Scheiße und du holst den Motor. Ich hab selber Schlüssel, ich bin auch Chef. Okay, ja, Entschuldigung, mit Simon, okay? Komm, das kriegen wir hin. Sollen wir Tor zu machen? Ja, mach mal Tor zu. Nein, doch klar. Ja, mach zu. Wo ist das hässlichste da Geburtstag? Du musst das Gesicht. Komm mal her, heute das bin ich Gesicht. Der Moderator. Der Mann ist heute Geburtstagskind. Ey, Victor. Sag mal was zu diesem Schnips heutigen mal. Tag. Schnips mal, vielleicht sind wir dann am Nürburgring. Wir sind nicht immer auf unserer abgesperrten Waldstrecke. Nein, ich schnipse nicht. Ich schnipse nicht. Nein, schnipps doch mal, komm. Warte. Jetzt schnipps mal. Du weißt, dass es schon wieder da voll die Runde machen wird und eine gewisse Person mir voll auf den Sack geht. Ja. Ist ja nicht schlimm. Aber das Schlimme ist, du musst jetzt schnipsen. Ja. Eins, zwei, drei. Alle hopp. Aber nein, aber richtig schnipsen. So oft kann man... Jetzt mach doch mal so, wie Victor, sonst auch immer. Victor, jetzt, was soll ich denn machen? Schnipsen! Sonst laberst du wie ein Wasserfall. Sag doch mal, was wir heute hier machen. So, jetzt Action, jetzt kannst du erzählen, was wir heute hier machen. Geburtstag. Wer? Von mir. Okay, alle Leute, die das Video sehen, sollen die mal herzlichen Glückwunsch Holzrusse schreiben. Hashtag Holzrusse. Nein, Hashtag Kanisterkopf. Gut, dann mach jetzt. Schimmel war günstiger, Entschuldigung. Du läufst jetzt, ich mach Augen zu bei dir. Ja. Schimmel war günstiger. Mach jetzt nicht Zigarette an, sonst. Ja. Du bist mach Zigarette. Warte, ich mach Feuer. Also, ich hab jetzt die Hälfte gesehen. Was denn? Kann mir einer ein dreckiges T-Shirt bringen? Warte, das musst du rausschneiden. Jetzt bin ich das Ding da rum. Okay, das musst du rausschneiden. Ja, klar. Ich muss das halten. Zieh dir so rüber, Alter. Ja. Kannst du da jetzt einen Knoten reinmachen? Oder nee, das ist zu kurz. Ich hab ihn am Kragen. Okay. Siehst du was? Ich schwöre, ich schlage um mich herum. Nee, ich stehe neben dir auch. Okay. Sollen wir doch mal singen? Wer ist das? Boah. Und stopp. So. Jetzt, Ich glaube, er muss schnipsen, oder? Ja, schnips mal. Alles Gute zum Geburtstag, du hässlicher Mensch. Du musst schnipsen, tut mir leid. Einmal musst du noch schnipsen. Einmal. Für dein ganzes Geschnipse. Warte, ich schnipse. Ey, mein Neffe ist 3 geworden, das macht lauter wie du. So. Ja, mach mal auf. Für deinen Drecksgolf kannst du haben. Guck mal, ja. Guck mal. Ja, hey, was soll ich sagen? Nicht, ja. Er hat auch keinen. Auf einen guten Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Hast du wieder kein Mikrofon dran? Nein. Zucker, nur du lernst nie aus dem Fehler, ne? So. Der Ton war aber wenigstens an. Ja. Warum liegt das hinten? Weil aufnimmt. Ja, er hat Speicherkarte vergessen. Nein, nimmt schon wieder auf. So. Ja, was soll ich sagen? Wie immer? Geil, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Guck dir mal Turbolader. Ja, das ist gut. Undankbare Schweine. €17 AliExpress. Bockhol, aber ballert. Ja, was soll ich sagen? Geil. Hey, geil. Was reimt sich auf Statistik? Papistik.